Die fehlende Liebe ist die Grundlage, um den Hass zu säen. Der fehlende Mut ist die Grundlage, die Angst zu säen. Die Angst treibt uns vor sich her und lässt uns nicht zu uns selbst gelangen. Denn wir selber sind zu finden in der Ruhe, in der Mitte und nicht in der Hast. Warum fehlt uns der Mut? Weil wir nicht wissen, wer wir sind. Wie konnte das passieren, dass wir nicht wissen, wer wir sind, weil wir immer gesagt bekommen, wer wir sind? Wer sagt uns, wer wir sind? Unsere Eltern, unsere Bekannten, die Gesellschaft, das Fernsehen. Wir bekommen gesagt, wer wir sind, was wir brauchen und wie wir uns glücklich fühlen können. Und so versuchen wir, den glücklich zu machen, den wir für uns halten, der uns von außen gegeben wurde. Wir sind viel zu laut, es ist viel zu laut, um in der Stille sich selbst zu hören und zu fühlen, zu verstehen, zu sehen, zu sein. Wenn es zu laut ist, hören wir uns selbst nicht. Bunte Lichter flackern, laute Musik spielt, alles blinkt, alles glitzert. Alles läuft und rennt und kommt zu spät, die Zeit, sie drückt, der Schuh ist nicht unser und wir gehen trotzdem drin. Wir merken nicht, wie wir in fremden Fußstapfen laufen, weil wir uns noch nicht selbst gefunden haben. Keine Zeit, sprach das Kaninchen, ich muss arbeiten, ich kann mich nicht selbst finden. Weil ich muss Geld verdienen. Wenn ich kein Geld habe, werde ich sterben, denn ich werde kein Essen haben, ich werde keine Wohnung haben, ich werde unter der Brücke landen und werde elendig enden. So gedrängt laufen wir durch das Hamsterrad der Welt und merken nicht, was links, nicht was rechts ist. Wir merken vor allem nicht, was in der Mitte ist, wir selbst. Wir möchten gerne Erfüllung finden, wir möchten gern geliebt werden, wir möchten gern fröhlich sein, wir möchten gern Spaß haben, aber wie, wenn wir doch ein fremdes Leben leben und nicht das eigene? Die Gedankenvorstellungen, die kleinen Männer im Kopf, die von den anderen Leuten stammen, die Gedanken sind gar nicht unsere. Wer sind wir denn selbst? Was denken wir denn selbst? Welche Gedanken haben wir erschaffen? Wo laufen wir denn hin? Wo möchten wir denn sein? Wo ist unser Ziel? Wo fühlen wir uns denn wirklich glücklich? Dies ist die Reise eines jeden Lebens. Und sie hat kein Ziel, weil der Weg schon das Ziel ist. Das Ziel ist immer nur eine Gedankenvorstellung, wohin die Reise gehen soll. Sie ist eine planungsvolle Absicht, aber sie ist nicht die wahre Erfahrung. Die Erfahrung liegt im Jetzt. Der einzige Moment, der existiert, ist das Jetzt und hier können wir etwas ändern. Hier sind wir, hier sind und hier fühlen und hier leben wir im Jetzt. Jede Entscheidung ist im Jetzt. Alles andere passiert nur im Kopf. Die Zukunft und Vergangenheit, sie mag existieren, aber sie ist im Kopf. Sie ist ein Gedanke, eine Erinnerung, sie ist irgendwie da und irgendwie existent. Aber im Jetzt wird gelebt und gefühlt. Wenn wir unseren Punkt der Aufmerksamkeit in die Zukunft verlagern oder in die Vergangenheit, dann haben wir unser Selbst schon wieder verloren, denn unser Selbst ist jetzt. Wir sind gerade im Moment dabei, etwas zu tun, etwas zu hören, etwas zu begreifen und zu verstehen. Und von hier geht es weiter ins nächste Jetzt und schon wieder ist eine neue Entscheidung gefallen. Wann wachen wir auf? Wir möchten alles so günstig, so
billig. Wir möchten möglichst wenig arbeiten, möglichst viel verdienen und dann ein gutes Leben haben. Wenn wir aber möglichst günstig einkaufen und möglichst wenig dafür aufwenden müssen, damit wir fremde Dinge kaufen, die man uns nur sagt, die wir bräuchten, damit wir uns gut fühlen würden, dann gehen wir aber der ganzen Industrie auf den Leim, denn die Industrie ist sehr froh darum, dass wir nicht wissen, wer wir sind. Wenn wir wissen, wer wir sind, dann brauchen wir sehr wenig. Dann müssen wir nur unser Herz befragen, was wir wirklich brauchen. Brauchen wir dieses große Auto oder reicht es uns, mit dem Bus irgendwo hinzukommen? Oder brauchen wir nur ein kleines Auto, um mobil zu sein? Oder reicht gar das Fahrrad und wir schonen die Umwelt? Jeder möchte eine saubere Umwelt haben, jeder möchte Gesundheit für sich selber. Aber wenn wir die Gesundheit der Natur nicht gönnen, wie sollen wir dann selbst gesund werden? Wir sind Teil der Natur. Wenn wir die Natur zerstören, sägen wir den Ast ab, auf dem wir sitzen. Wir sind eigentlich selbst dieser Ast. Denn unsere Gesundheit ist die Natur von den anderen Menschen. Und die anderen Menschen sind unsere Natur, Teil der dieser. Wenn wir also unsere Natur heil haben wollen, müssen wir auch die äußere Natur heil halten, denn es ist miteinander verbunden. Es gibt keine Trennung von innen und außen. Die Innen- und Außentrennung findet statt in unseren Gedanken, in unserer Vorstellung. In der Physik, in der wahren Welt, da gibt es keine Trennung. Da ist alles mit allem verbunden und alles beeinflusst alles andere. Das eine beeinflusst mehr, das andere beeinflusst weniger, aber alles in allem hat Einfluss aufeinander und beeinflusst sich gegenseitig und in jedem Moment nach überall hin. Es ist unheimlich komplex, diese Wechselwirkungen, und um das besser zu begreifen, ignorieren wir das meist und trennen uns von der Umwelt. Wir sehen uns nur als unser Körper und das reicht dann auch schon. So wollen wir unsere Gesundheit über die Gesundheit der Natur stellen, unsere Bequemlichkeit über die Bequemlichkeit der anderen. Wir reichern uns an und verärmeren die anderen. Leider sind manche darin sehr besonders gut, besser als du und ich. Die schaffen es viel besser, sich zu bereichern und uns dazu ärmer zu machen. Und so geht die Schere von Arm und Reich auseinander. Und so geht die Natur vor die Hunde. Denn wir haben uns getrennt von der Natur. Wir können nur töten, das, was wir nicht selbst sind. Es sei denn, wir sind lebensmüde und möchten uns selber töten. Aber wenn wir uns nicht als die Natur dort draußen begreifen, als Teil von dieser, dann fällt es uns leicht, diese zu vergiften und Pestizide auszubringen oder irgendwelche Düngemittel, irgendwelche Chemikalien, irgendwelche Wechselwirkungen, die wir erzeugen, damit wir ein möglichst einfaches Leben haben und möglichst viele Sachen ernten können, ohne dafür viel zu arbeiten. Die Billigmentalität, die Geiz ist Geil-Mentalität ist krank. Sie bringt sich selbst um. Sie bringt sich um den Verstand erst und dann um das Leben, denn sie wird dann ausradiert von denen, die davon profitiert haben. Also es bleibt uns nur übrig herauszufinden, wer wir wirklich selbst sein wollen und dann den Mut zu finden, auch dorthin zu gehen. Den Mut, den bedarf es schon und da müssen wir unsere Angst überwinden. Die Angst vor dem Tod und vor dem Verlust. Erst wenn wir frei sind, dann können wir dorthin gelangen. Lebe, wenn du bereit bist zu sterben. Den Mut hat kaum jemand, denn der Tod ist ein Tabuthema. Man redet nicht über den Tod. Niemand möchte tot sein, niemand möchte sterben. Natürlich, viele haben nicht so sehr Angst vor dem Tod, wenn sie Atheist oder Agnostiker sind, denn sie haben viel mehr vor,
dem Sterben selbst die Angst. Aber trotzdem, der Tod ist ein Tabuthema und der darf nicht berührt werden. Andere, denen wird verboten, sich auch selbst umzubringen, denn wir selbst möchten nicht sterben. Deswegen verbieten wir den anderen, dies auch zu tun. Die anderen berühren nämlich diese Angst, unsere eigene Angst, wenn diese dann sterben. Jeder möchte in einer bequemen Welt leben, in einer guten Welt, in einer schönen Welt, wo Liebe herrscht. Natürlich, jeder braucht Liebe und ist Liebe und mag Liebe haben. Deswegen können wir uns viele Dinge auch nicht vorstellen, dass manche Leute krank sind und böse Dinge tun. Wir würden diese Dinge niemals tun und deswegen können das andere wohl auch nicht, so denken wir. Leider gibt es Leute, die tun sehr viele böse Dinge und haben keine Angst, diese schlechten Dinge zu tun. Und wir haben nicht den Mut, dies aufzuspüren und uns dem zu stellen. Wir haben nicht den Mut, die Wahrheit auszusprechen, weil wir ja uns selber nicht gefunden haben. Wie sich selber nicht gefunden hat, der hält sich fest an dem, was er hat, was er glaubt zu sein. Der hält sich fest an dem, wo er weiß, dass es morgen sein Leben noch schützen wird. Es ist ganz natürlich und normal, denn so versuchen wir einfach zu überleben. Wir haben so sehr viel Angst vor dem, was unser Nachbar denkt, vor dem, was unsere Familie denkt, unsere Kinder denken, unsere Väter und Mütter denken. Deswegen reden wir nicht komplett offen. Wir haben unsere Geheimnisse, unsere Privatsphären, was auch völlig in Ordnung ist, aber oft sind diese Privatsphären und Geheimnisse sehr ausgedehnt und reichen bis über das hinaus, was wir glauben und meinen zu wissen. Und so kann man uns ein X für ein U vormachen. Man schreibt und zeigt uns in Medien gewisse Dinge, die einfach nicht komplett oder wahr sind. Sie sind verfälscht und entsprechen nicht komplett der Realität, aber sie sind gewissen Leuten und Richtungen nützlich. Wem gehören diese Zeitungen, muss man fragen, wem gehören die Medien? Wer ist so mächtig, dass er riesige Konzerne auf dieser Welt steuert? Und wenn man sich zum Beispiel eine Rheinzeitung nimmt und dort liest, wem denn die ganzen Weltkonzerne gehören und dass es da nur noch ganz, ganz wenige in dieser Pyramide gibt von diesen Konzernen. Es sind nur ganz, ganz wenige an der Spitze und dann teilen sie sich auf wie ein Wurzelwerk oder wie ein Baum, der auf dem Kopf steht und verbreitern sich in viele, viele Unterfirmen. Es gibt aber kaum noch Leute an der Spitze. Die Spitze der Pyramide ist sehr klein, eng, spitz. Und so können nur ganz wenige Leute entscheiden, was wir in den Medien lesen und hören und sehen. Und so kann man uns das X verkaufen und unser eigenes U überschreiben. Wir haben uns ja nicht selber richtig entdeckt, wir trauen unsere Wahrheit nicht zu sprechen und so macht es jeder und daraus wird ein Gruppenphänomen. Die Gruppe ist eine Art System, welches sich selber stabilisiert. Eine Art Gruppenzwang. Wenn der eine das nicht macht, macht es der andere auch nicht. Wir gucken auf den anderen. Es gibt schöne Experimente mit Aufzügen, da steht eine Gruppe, die alle mit dem Kopf in eine gewisse Richtung schaut. Wenn jetzt ein neuer Mensch hineinkommt, wird dieser sich die Gruppe anschauen und automatisch nicht groß nachdenken, sondern er wird sich so hinstellen, wie alle anderen in diesem Aufzug auch stehen. Er hat nicht den Mut, seine Individualität über die Gruppenidentität zu stellen. Wir passen uns der Gruppe an. Wenn wir in Räume reinkommen, wenn wir in Gruppen sind und wenn wir etwas unternehmen, egal wo, wir passen uns der Gruppe an. Die Gruppe bildet eine eigene Dynamik.
Die Gruppe ist eine Art eigenes Lebewesen mit eigenen Regeln, die zusammengesetzt ist wie ein Körper aus den Zellen. Unser Körper hat viele, viele kleine Zellen und alle Zellen zusammen bilden den Körper. So bilden wir, die Menschen, die Gruppe Menschheit. Und diese Gruppe Menschheit hat nochmal andere Regeln als die einzelnen Zellen, als die einzelnen Menschen. Und wenn wir es nicht schaffen, als Individuum, als einzelne Zellen des Körpers gegen diese Strömung anzugehen, so werden wir uns nur anpassen und die Gruppenmentalität weiter beibehalten. Diese Mentalität ist im Moment auf möglichst wenig Konfrontation gerichtet. Wir möchten ganz einfach und ohne Reibung durch unser Leben gehen. Wir möchten ja ein einfaches, gutes Leben haben. Wenn also die Gruppe gegen die Wand läuft, laufen wir mit gegen die Wand. Das ist tragisch, aber wahr. Wir müssen es schaffen, als Individuen, als kleine Menschen, als kleine Zellen, unsere eigene Wahrheit zu leben und zu verkünden und zu sagen, nicht vor Angst uns verstecken. Denn sonst wird diese Mentalität, der Zeitgeist, wird sich sonst nicht ändern. Jede einzelne Zelle formt den Zeitgeist mit. Und so sei du und ich die Zelle, die einen Ausschlag gibt, ein Beispiel gibt, ein positives Beispiel für viele andere. Wenn andere sehen, dass du und ich die Wahrheit sprechen, unsere eigene Wahrheit, nicht die absolute Wahrheit, aber unsere Anschauung für über diese Wahrheit, dann fühlen sie sich ermutigt, dann fühlen sie sich inspiriert, auch in ihre eigene Wahrheit zu gehen, ihre eigene Wahrheit zu erforschen und die Wahrheiten zu hinterfragen, die man uns vorgibt, vorlegt, zum Nachkauen, zum Nachdenken, die Nachrichten richten etwas nach oder wir sollen uns danach richten, was sie berichten. Und so sollten wir loslaufen in unsere eigene Richtung, in unsere eigene Zukunft, unser eigener Weg für unsere Selbsterfahrung, unsere Selbsterkenntnis. Der Weg ist bereit, die Zeit ist jetzt und es geht nach vorne. Egal wo wir stehen, egal wie tief der Sumpf schon ist, wie viel der Natur schon zerstört, wie viel Regenwald schon abgeholzt ist, wir können jetzt nicht in die Vergangenheit zurückreisen in einer Zeitmaschine, sondern wir gehen von hier weiter. Wir machen an dieser Stelle weiter und zwar richtig. Bekenne dich zu deiner eigenen Wahrheit. Meine Wahrheit ist, dass ich versuche, möglichst wenig Fleisch zu essen, möglichst wenig Müll zu produzieren, möglichst wenig Autoabgase oder sonstige Abgase. Es ist nicht leicht. Ich bin verführt von dieser hektischen, bunten, verführerischen, netten, lockenden Zeit, die mit so vielen Reizen uns überflutet. Ich bin verführt und ich möchte mich dem hingeben, denn es scheint ekstatisch zu sein. Es scheint sehr verlockend zu sein. Unser Bewusstsein liebt diese Reize oder zumindest mein Bewusstsein liebt diese Reize. Und ich gebe mich diesen Reizen gerne hin, aber sie sind teilweise selbstzerstörerisch und so müssen wir darauf achten. Wo zerstören wir uns selber? Und wie viel müssen wir uns zerstören, damit wir endlich uns auf den Weg begeben? Es geht niemand von alleine los ohne Grund. Manchmal ist die Zerstörung oder ein schlechtes Erlebnis, irgendein Ereignis im Leben, ein Unfall, eine Krankheit, ist vielleicht die Ursache, um loszugehen. Und dann ist diese Ursache genau die richtige Ursache, denn sie wurde gebraucht. Man kann diese Ursache nicht verteufeln, man kann nicht sagen, oh wei, diese böse, böse Ursache, wie kann sie nur? Nein, sie ist die Ursache von diesem Moment, um loszugehen. Also bedanken wir uns bei all dem Schlechten und dann können wir dieses Schlechte loslassen. Die schlechten Eigenschaften, die schlechten Gewohnheiten, wir können sie loslassen, wenn wir sie erstmal würdigen, verstehen und dann begreifen, wo wir eigentlich hin möchten.
Wo möchten wir hin? In eine schöne, ruhige Zukunft? Möchten wir in eine hektische Zukunft, in einen Krieg? Möchten wir in eine Zukunft der Ekstase? Möchten wir in eine Zukunft der Agonie? Wo ist die wahre, glückliche, gute Zukunft? Wo ist die Zukunft, die uns genau passt? Nicht jeder möchte in eine glückliche Zukunft. Es kann ja auch sein, dass jemand etwas ganz anderes erleben möchte. Jemand hat vielleicht auch Spaß am Leid oder Spaß an der Zerstörung. Da muss dann die Mehrheit entscheiden. Was ist der Mehrheit denn wichtig? Die wahre Demokratie der ganzen Welt. Wo möchten wir alle gemeinsam hin? Was ist das wahre Ziel für die Menschheit? Da können wir Schluss machen.